Wir sind schon auf der Zielgeraden. Weiter geht's bei Welt 4-2 in Mario Party The Top 100. So viele Spezialminispiele, aber du schaffst das. Spezialminispiele? Was meint er denn damit? Oh! Endlich mal wieder richtig Cash bekommen hier. Nee, nicht auf YouTube, das lohnt sich nicht mehr, aber ich meine den Münzblock. Und wir spielen Beach Volleyball. Ja, doch, das war ein Spezialminispiel aus Mario Party 4. Ich erinnere mich. Kam, glaube ich, im allerletzten Part dran, ne? Oh Gott. Wir dürfen nicht verkacken. Ich habe kaum Leben. So, bewegen. A, annehmen. B, blocken. Springen. Ziel ändern im Sprung. Ja, okay. Ich versuch's mal. Aber ich kann mich noch dran erinnern, dass ich hier ziemlich schlecht war. Oh ja, ich war sogar richtig kacke, ne? War jetzt auch nicht viel besser. Eigentlich wollte ich springen, aber... geht irgendwie nicht. Wow, den habe ich aber noch bekommen. Geil. Nee, ernsthaft, warum geht denn springen nicht, sag mal? Ich drück B. Nicht, dass ihr denkt, ich bin blöd. Hey, jetzt geht's! What? Okay. Muss ich dazu stehen? Also die Steuerung war in Mario Party 4 besser. Das ist mal klar. Alter, nach wie vor 0-0. Willst du mich verarschen? Vor allem, wie entscheidet sich das? Bis wie viel spielen wir denn? Nicht, dass es hier eine halbe Stunde geht. Vor allem, wie krass sind denn eigentlich die CPUs eingestellt, dass sie so lange durchgehalten haben? Oh, man. Da sind wir echt so kacke. Ach man, Mario, das hättest du aber echt besser machen können, ne? Komm, jetzt gebe ich's denen, Alter. Ja, ich gebe denen einen Punkt, wie es aussieht. Ich Idiot, ich Dämlicher. Man muss halt schon... Oh, ja, okay, jetzt hat Mario meinen Fehler wieder ausgebessert, geil. Man muss halt schon innerhalb des Feldes seinen Wurf platzieren, ne? Nein, schon wieder habe ich es falsch gemacht, aber Waluigi hat es aufgehalten, den großen Fehler, sehr gut. Ja, also ich und dieses Minispiel, wir werden keine Freunde mehr, das ist mal klar. Ich weiß halt leider auch nicht, bis wie viel es nach offiziellen Regeln geht. Und ich glaube, danach richtet sich das so ein bisschen. Komm, Mario, du bist der Einzige, der hier was reißen kann. Ich bin nur ein dämlicher Statist. Ja gut, also da dachte ich jetzt eigentlich, dass er hingeht. Super. Oh, Menno. Komm, Mario, bitte. Hier, ne? Okay, gut. Shit, Alter, das ist Not gegen Elend, ne? Das ist richtig furchtbar einfach. Ich darf nicht verlieren. Nein. Ich hab ihn. Gib ihn mir und... Hä? Ich hab doch... Junge, diesmal habe ich wirklich nur minimalistisch mein fucking Schiebepad berührt. Wieso war das denn jetzt trotzdem schon wieder außerhalb? Das ist doch lame. Dann darf ich ja anscheinend gar nichts machen. Ja, und sicher, Mario haut da so einen riesen, mega... Deluxe-Sportler-Wurf raus. Aber gut, soll mir recht sein. Wir brauchen die Punkte. Hast du ihn? Vielleicht geht's nur bis 5. Also ein Punkt noch. Ja, toll. Aber dann brauchst du den Ball auch nicht so herschenken, Alter. Hast du ihn, Bro? Ja, mach. Komm, bitte. Junge, doch nicht in Waluigis Arme. Denn mir brauchst du das Ding nicht geben. Ich kann gar nichts. Okay. Oh. Hast du ihn, Bro? Oh, man. Wieder nix. Ja. Ist vorbei? Nein. Alter. Wie lange geht denn das? Bis 10? Ist ja die Hölle. Also wenn die anderen Minispiele... Oh. Wenn die anderen Minispiele genauso ekelhaft sind, dann haben wir ein Problem. Ah, jetzt. Matchball. Es geht anscheinend bis 7, oder wie? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, ich will niemanden beleidigen, der vielleicht Beachvolleyball-Fan ist oder so. Das, oh Gott. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie hasse oder so. Ich habe einfach nur keine Ahnung. Das sieht man ja, glaube ich, auch am Gameplay. Komm, jetzt muss ich den entscheidenden Punkt machen. Als ob, tatsächlich? Ehre gerettet, würde ich sagen, ha?
Der neue Weltstar am Beachvolleyball-Himmel. Dom Tendo. Naja, so halb, ne? Okay, und es geht weiter mit Eishockey. Das war doch auch so ein Bonusspiel aus Mario Party 4, oder? Das habe ich doch. Nee, Mario Party 5, aber das habe ich auch mal gezeigt. Kann das sein? Glaub ich zumindest. Habe ich da bessere Chancen? Ich glaube, da habe ich mich genauso doof angestellt. Naja, mal gucken, ne? A, passen, angreifen. B, starker Schuss. X, normaler Schuss. Okay. Ja, ich gebe mein Bestes, aber ich weiß noch genau, dass das ziemlich schwierig war. Wobei, ich habe den Puck. Nein, gegen den Pfosten. Mario, lauf nach vorne. Was macht er? Er läuft gegen unseren Torwart. Guckt euch das mal an. Beste CPU, beste. Mach Tor, komm. Nennt man das überhaupt Tor? Doch, ich glaube schon, oder? Weil auch mit Eishockey kenne ich mich nicht aus, sorry. Gib mir doch! Hallo, ich stehe frei! Bruder, was ist los mit dir? Wenn wir jetzt gleich hinten liegen, ne? Dann kotze ich aber. Mann. Also so gut Mario auch im Beachvolleyball war, so schlecht ist er leider im Hockey, Eishockey. Ich meine, ich probiere ja alles. Ich behaupte mal, ich mach's nicht so schlecht. Schon wieder passt er nicht. Nein! Ja, hier brauche ich den Ball jetzt nicht. Den Ball. Den Puck. Was? Das Spiel ist gleich vorbei? Oh nein, da steht 0-0. Was heißt das? Verlängerung? Ja, hallo? WTF? Das zählt als Sieg? Ja gut. Von mir aus? Schade, ich hätte eigentlich schon gerne ein Tor gemacht, aber gucken wir mal. Vielleicht hole ich das noch nach. Badminton! 7-Punkte-Match. Oh mein Gott. Warum kommen hier eigentlich nur Minispiele dran, beziehungsweise Sportarten, mit denen ich nix am Hut habe? Das gab es in Mario Party 10. Oh, ich glaube, daran erinnere ich mich auch. Hat mich da nicht sogar Juli besiegt? Und das will schon was heißen. Also dann bin ich hier wirklich scheiße, du. Erreiche als erstes Team die vorgegebene Punktzahl. Okay. Normaler Schlag, starker. Ja, ich habe keine Chance. Ich habe keine Ahnung von gar nichts. Was? What? Was geht denn hier ab? Das ist ja auch schon wieder Not gegen Elend, ey. Hell? Als ob! Was geht? Also das ist ja wirklich völlig unberechenbar. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Außer Hilfe. Das verliere ich. Das verliere ich. Wie will man denn auch so schnell reagieren? Ich hab doch gedrückt, was willst du denn? Komm, Luigi, kannst du dir nicht noch so ein paar Fehler leisten, bitte? Wäre so geil. Ja, wenn die blöde Kuh daneben springt. Ja, schön. Matchball. Keine Chance. Ja. Ende! Okay. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Und ich darf mir nicht so viele Fails leisten, ne? Hey, was soll das jetzt? Ich will doch das jetzt schaffen und nicht einfach weitergehen. Mann! Es ist noch weit bis zum Ziel und du wirst es niemals schaffen. Jetzt musst du mich in meinem gemeinsten Minispiel besiegen. Ernsthaft, Mann? Bum bum Bowser. Oh, ich kann doch zurück. Lol. Nein, doch nicht gegen Yoshi! Das demotiviert mich doch noch mehr. Wobei, vielleicht ist es auch ein Ansporn. Vielleicht ist es auch ein Ansporn, gegen meinen Mario Party Erzrivalen hier anzutreten. Meine Fresse! Ich kann noch nichts dafür, wenn sie daneben springt. Warum hat jetzt nichts gemacht? Naja, soll mir recht sein, ey. Es reichen eigentlich schon. Simpelste Kombos. Nee, das kriege ich nicht hin. Also ich bin da echt ein bisschen verzweifelt. Das ist doch blöd.
Laber nicht. Ja komm, jetzt halte ich so gut mit, habe ich auch einen Punkt für... Alles klar. So viel Landdeutsch. Ich bin einfach salty gerade, sorry. Aber ich wollte sagen, so viel zu zusätzlicher Ansporn. Er macht mich fertig. Das ist doch alles noch innerhalb des Feldes. Oder zählt das Blaue nicht dazu? Ja, kann ja sein, weiß ich ja nicht. Ja, anscheinend. Ja. Was machen wir denn jetzt da? Leben farmen, hä? Huh? Vorsicht, wenn du nochmal verlierst, ist es vorbei. Was ist vorbei? Nicht mal das weiß ich. Ja, nice. Und das ist auch noch ein Glücksspiel. Also, das jetzt hier zu probieren, macht auch keinen Sinn. Okay, Guys, es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich werde wohl Leben farmen müssen. Das alles nur wegen diesen scheiß Glücksspielen, bei denen wir die ganzen Leben verbraten haben. Also leider ist das mit dem Farmen auch einfacher gesagt als getan. Du bekommst ja für einen Sieg nur 10 Münzen. Also das zieht sich natürlich schon, ne? Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Aber das ist so ein Krampf, ey. Ich weiß auch nicht, wie ich das angehen soll. Ich würde ja liebend gerne irgendwie eine defensive Taktik fahren, aber wie machst du das? Immer so weit hinten stehen, wie ich es jetzt gerade tue? Ist das eine gute Idee? Sieht fast so aus, weil das ist jetzt besser als alles, was wir davor Ach, halt aufs Maul. Am besten gar nichts sagen, weil hat keinen Wert. Aber komm, wenn ich das jetzt gewinne, ne? Das wäre schon heftig. Alter, komm. 4-2. Okay, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. Ja, geil, geil. Das darf ich nicht mehr verlieren. Leck mich doch. Der war doch nicht. Scheiße, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Runterkommen, tief durchatmen, alles gut. Wir führen noch. Und zwar um 2 Punkte. Wir haben jetzt einen Matchball. Come on. Ein goddamn Punkt. Erzählt. Ja. Yes. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, Mann. Ich habe mir ein Leben geholt, so. Und dann hatte ich keinen Bock mehr zu farmen. Und dachte mir so, komm, ich probiere es noch einmal. Das hat direkt funktioniert. Jo. Aber... Wie gesagt, jetzt kommt ein Glücks-Minigame. Aber warte mal, wenn hier wieder 4 Chars am Start sind, bedeutet das auch, wenn ich mindestens Dritter werde, verliere ich kein Leben, richtig? Und es wird doch wohl möglich sein, von diesen 4 Schaltern jetzt 3, die safe sind, zumindest mal einen auszuwählen, wo nichts passiert, oder? Gut. So, wenn ich jetzt bitten dürfte, einer von euch muss fliegen, ja? Habt ihr verstanden? Weil wenn der jetzt den letzten richtigen Schalter findet, dann stirbt keiner. Okay, alles gut. Yoshi geht down. Und wir sind schon mal aus der Gefahrenzone raus. Das ist nice. Im Übrigen, dieses Minispiel hier ist auch weltberühmt. Kam nicht nur in Mario Party 2 vor, aber da wurde es halt eingeführt. Es gibt zum Beispiel auch eine Mario Party 4 Version. Die spielt sich genauso. Oh yes, geil, ich habe sogar Siegeschancen. Ich habe 50% Siegeschancen jetzt. Boah, wie episch. Das feiere ich jetzt schon ein bisschen. Wow.
Aber es geht wohl ähnlich schwierig weiter. Weil wenn ich da auf die Karte blicke, dann sehe ich nochmal genau so einen Kartenabschnitt wie den, wo wir gerade draufstehen. Schon wieder. Wie kann man nur so gemein sein? Aber einen Trick habe ich noch auf Lager. Wir sehen uns am Ziel, Rosalina. Mhm. Ja, ja, was könnt ihr ja noch auspacken, ey? Was Schlimmeres als ein Bowser-Glücksspiel gibt's doch nicht, oder? Na, mal gucken. Du hast es geschafft, Rosalina. Möchtest du speichern und an dieser Stelle aufhören? Ja, ich nehme mal weiter auf. Man weiß ja nicht, was passiert.